Aber wir wachen einfach wieder bei uns zu Hause auf. Haben wir was verloren? Kann ich jetzt so nicht sagen. Das war wahrscheinlich das Glogit-Gedöns. Ich weiß nicht, ob wir was verloren haben. Kann ich nicht sagen. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal oben zur Farm. Ja, hier fressen sie rum und hier werden die Dinge nicht fertig. Boah, hier sind ja richtig viele unterwegs. Naja, kann man nichts machen, aber ich würde... Aber ich würde tatsächlich dann auch versuchen, auch Bäume zu wechseln, je nachdem, was sie hier kosten. Wenn die 2000 Tickets kosten, natürlich nicht. Aber vielleicht ist das ja ähnlich wie in Nelvari. Dann wären die Bäume hier tatsächlich eine bessere Alternative. Okay, wir brauchen erstmal Müll und wir brauchen Sprinkleranlagen. Die gibt es nicht hier. Ticketfälscher. Eine Ticketdruckmaschine, die mit gestohlenen Schaltplänen hergestellt wurde. Wenn Xyla jemals den Abschau in die Finger bekommt, der seine eigenen Tickets drückt. Jetzt bin ich interessiert. Monsterofen. Schwerer Metallofen, der heiß genug für Withergate-Erz ist, um Withergate-Erz in brauchbares Material zu verwandeln. Okay. Monster Amboss. Okay, ich vermute mal, die beiden brauchen wir hier. Adamant-Erz. Adamant-Erz und verstärkter Kupferbarren. Den kriegen wir doch wahrscheinlich aus dem Ofen. Und müssen wir mal zusehen, dass wir Adamant-Erz hier runterkarren. Monster-Saftpresse wäre auch interessant. Brauchen wir totes Hartholzbrett. Müll haben wir ja jetzt genug da liegen. War es das an Müll? Nee, veredeltes Glas haben wir auch noch. Okay. Ja gut, fackeln wir nicht lange rum, gehen direkt wieder zur Mine. Wobei, wir gehen erst gucken, was die Bäume kosten. Und dann zur Mine. Wie gesagt, das frisst unfassbar Zeit, da hin und her zu laufen. Aber jetzt haben wir ja ein bisschen davon. Ist ja, der Tag hat ja gerade erst angefangen, das passt schon. So, hast du Bäume? Hast du, und die kosten nicht viel. Kaufen wir... Komm, wir kaufen direkt 10 von jedem. Das ist gar nicht mal so teuer. Müll. Hey, hab gesagt mitnehmen. Geht doch. Und ab zur Mine. Können wir am Rückweg mitnehmen, falls dann die 12 Stunden noch nicht abgelaufen sind. Ich glaube, es sind 12 Stunden. Aber wer weiß. Ja. Ah, schon wieder Müll. Können wir natürlich auch einen Rückweg mitnehmen, aber wenn wir es gerade schon mal sehen. Und noch ist ja früh am Tag, noch geht das. Naja, das, der Weg ist fies. So, ist denn schon irgendwas fertig am Barren? Ja, durchaus. Dann warten wir hier mal gerade 10 Minuten. Dann kann ich in der Zeit was trinken, denn wir haben nichts abzugeben hier. Aber da ist ja auch schon fertig. Jo, dann sind wir schon mal auf Ebene 4. Na, komm, rüber da. Das heißt, nur noch ein einziger Schlüssel. Dann haben wir hier alles freigeschaltet und können das Chlorid hier in Werkzeuge investieren. Oh, das gibt auch Level im Bergbau. Sehr schön. So, einer. Ein zweiter. Und ein dritter.
der mehr droppt. Und ein vierter. Bin ich gut? Vier ist okay. Vor allem, wenn einer halt die drei zusätzlichen droppt, die wir geskillt haben. Dann schauen wir uns Ebene 4 an. Ich bin mir sicher, die wird viel besser sein als alle anderen. Ja, ja, doch. Sieht gut aus. Sieht vielversprechend aus. Alleine schon 4 Stück plus Gold. Jetzt haben wir es angefangen, jetzt können wir den Rest da auch einsammeln. Da unten sind dann auch nochmal 2. Ja, da, ja, da hinten die brauchen wir nicht. Das ist okay. Wir können Steine an anderer Stelle sammeln. Da ist wieder, sind wieder 3 rausgekommen. Das ist schön. Hier war doch auch noch, oder nicht? Nee, hier ist nicht, aber trotzdem eigentlich eine ganz gute Ausbeute, würde ich sagen. Und wir hängen hier fest, das ist ja super. So. Da ist wenigstens einer. Aber da geht doch noch mehr. Da ist... noch. Ah, ja, doch, hier sieht gut aus. Hier sind wir diesmal. Hier sind wir diesmal zu Hause. Das ist okay. Wird ja immer mehr. Dritte, vierte, fünfte, sechste, wenn wir die hier alle weg haben. Siebte da links. Und ein Diamant. Gar nicht schlecht für eine Ebene. Gucken wir jetzt auf der obersten Ebene auch nochmal. Und der Tag ist schon wieder halb rum. Ist er nicht. 12 Uhr ist nicht die Mitte, aber ne? Ist halt Mittag. Warum nehme ich Gold mit? Ich weiß es selber nicht. Da links sind direkt 4. Das finde ich gut. Das war genau der, den ich benutzen wollte. Das ist richtig. Gut gemacht. Oben ist diesmal keiner. Aber unten ist noch einer. Ich glaube, das war eine ganz gute Ausbeute. Und da liegt noch einer. Jetzt raus. Wie viele haben wir? 37, das ist krass. Das ist schön, das gefällt mir. Mehr davon. Das ist ja schon fast eine Spitzhacke. Das ist eine Spitzhacke. So, wir haben auch noch 2 einfach so dabei. Dann. Nein, nicht da, sondern fliegen wir jetzt einmal zurück Richtung Farm. Auf unserem Fuchs. Ja, das dauert ein bisschen. Okay. Ich würde sagen, wir behalten das Withergate-Zeug jetzt einfach mal bei uns und kommen wahrscheinlich morgen oder übermorgen nochmal hier drauf zurück. Kümmern uns jetzt erstmal wieder um die anderen Farmen. Wir müssen ja sowieso dann Adamanterz mitbringen, in der Hoffnung, dass wir welches haben. Und das nicht komplett eingeschmolzen ist. Sonst müssen wir tatsächlich nochmal in die Mine, in die andere Mine. Müssen wir sowieso. Da ist ja ganz unten noch was, was uns auf uns wartet. Aber dann kommen wir da drauf zurück, wenn wir das Zeug alles zusammen haben. Sunhaven. Bevor es zu spät wird, sammle ich jetzt eben das Nelvari-Zeug einfach nur zusammen und dann hüpfen wir rüber nach Nelvari. Felder machen wir gleich, wenn wir wieder da sind. Wir brauchen 3 Erd- und 3 Wasserkristalle.
Ja, genau das. Hä? Bin verwirrt. Ach, da. So. Haben kümmern wir uns, wie gesagt, gleich drum. Wir machen jetzt eben hier das da. Wir kümmern uns hier um die Tiere. Wenn wir da denn durchkommen würden. Dankeschön. So. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welche wir erwischt haben. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall beide. Beide greifen. Ja, der oben ist nicht so glücklich, weil er, glaube ich, eine Zeit lang gehungert hat. Das tut mir auch sehr leid. Aber das haben wir glücklicherweise ja überwunden. Komm an den anderen nicht ran. Konnte man die nicht irgendwie einsammeln? Offenbar nicht. Jetzt komme ich aber an den dran. Okay. Ja, dann Königse und die vier da unten wie gehabt. Und das ist schon 16 Uhr. Das ist unfassbar. Wir haben viel zu viel zu tun. Wir kommen auch nicht zum Fischen, was wir dringend machen müssen, um im Museum voranzukommen. Wieder hier rauf und rüber zu Iris. Wo sitzt sie gerade? Da, ne? Ja, das, sie sitzt in der Baumtaverne. Dann gehen wir genau dahin. Und geben ihr A die Kristalle und B ein Bier. Und dann sollte sie ja auch voll sein. Da ist sie ja. Oh, vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu mühsam, sie zu bekommen, aber sie sind eine große Hilfe für meine Arbeit hier. Das ist eins kein Problem, Mana. Und wenn wir schon mal da sind, vielleicht kann ich eines Tages deine Farm besuchen. Es wäre interessant, deine Landwirtschaft mit meiner Verzauberung zu kombinieren. Ja, ich glaube, du bist jetzt eh voll, ne? Wow, ja, kennen wir schon. Okay, haben wir die dritte voll, sehr gut. Dann jetzt dringend um die Farm kümmern. Das wäre wichtig. Zwei Schuppen mitnehmen, die echt gut Mana geben. Und in Sunhaven haben wir auch noch ein paar Quests abzugeben. Das Zeug müssen wir alles haben. Aber erstmal Farm jetzt. Die Gießkanne ist leer. Das wird einen Haufen Mana fressen jetzt. Alles wie immer. So, wir brauchen auf jeden Fall was, um das Mana wieder aufzufüllen. Nehmen wir erstmal die. So, dann das Feuer weg, das Feuer weg. Da löschen und das mitnehmen, was sich hier noch so angesammelt hat, was leider komplett kaputt ist. So, den da drüber. Dann haben wir hier auch schon wieder Feuer zu löschen. Warum möchtest du kein Regen machen? Jetzt machst du Regen. Okay. Da Regen. Essen. Regen. Feuer löschen. Das war daneben. Feuer löschen. Feuer löschen. Feuer löschen. Feuer löschen. Mana essen. Regen. Wir haben keine mehr. Machen wir mit Blaubeeren weiter. Haben wir ja gerade genug von. Hier ist nichts angebrannt. Was ist denn da los? Okay. Reicht sogar. Sehr gut. So, dann haben wir noch einen Fisch, den wir für nichts weiter brauchen, außer zu verkaufen. Und den Ring können wir auch verkaufen. Da haben wir ja ein paar von.
Wo ist er denn? Ach, da unten ist er. So, dann sammeln wir unser Sonit ein und bauen uns noch genau einen Schlüssel. Oh, die kosten heute alle Stein. Interessant. Und scharfe Soße. Da müssen wir Monster verschlachten. Wir bauen uns genau einen Schlüssel, habe ich gesagt. Ah, sind wir bei weitem noch nicht tief genug. Da bauen wir uns einen Schlüssel. Und dann schauen wir, ob wir Adamant noch übrig haben. Nein, müssen wir für in die Mine. Gut, wenn das so ist, dann ist das eben so. Dann haben wir noch einen Diamanten. Die Äpfel können unten zur Plantage. Das Ding ist gerade hier alles viel zu voll. Falsch, da. Stein und da. Holt war das richtig? Warum hat er das nicht? Weil wir ein 999er Stack voll haben. Okay. Und das Zeug haben wir auch nicht abgelegt. So, der Helm. Wo haben wir den Rest der Rüstung gesammelt? Das war doch hier am Bett oder so, oder? Ja, genau. Dann kommt mal mit ihr beiden. Dann kommt doch mal gerade hier oben rein. Das wird eigentlich erst interessant, wenn wir wirklich kämpfen gehen. Was jetzt gerade noch nicht passiert. Und das ist alles für Wither. Die Melonen sind für hier. Das Gewürz ist komplett fertig. Ja, das dauert ein bisschen. Ach naja, wir haben keinen Platz mehr für das Grüngeraffel. Das ist komplett voll hier, was das Zeug angeht. Guck mal, Schokolade haben wir doch auch in dem anderen, oder? Haben wir nicht. Ah, Schokobären haben wir noch. Ja, hier haben wir einen kompletten Stack. Das hilft nicht. Okay, wir müssen irgendwas basteln. Wir sind komplett zu an der Stelle. Ja, komm, wir können eigentlich die ganzen grünen Wurzeln machen. Für was anderes brauchen wir sowohl eh nicht. Dann müssten wir doch jetzt einen freien Platz irgendwo haben. Da zum Beispiel. Nicht dafür, sondern für die Melonen. Und dafür. Ja, das ist auch schon wieder alles komplett voll. Wir müssen vielleicht mal für sowas ähnliches wie Ordnung sorgen hier. Das ist gerade nicht so gut. Wir müssen aber sowieso dann auch schauen, was wir hier noch für Deines basteln müssen, können. Irgendwie sowas. Okay, was wollte ich das da? Wollte ich noch verkaufen? Das ist richtig, ja. Und wir haben schon wieder nach 8 Uhr. Es ist ein Trauerspiel. Ich würde mir gerne die Platten mal angucken für... Das können wir mal vernünftig sortieren hier und das darüber. Für die Obstplantage. Ob das vielleicht passender aussieht mit den Bäumen. Oh, die sind auffällig. Hier haben wir den Honig. Wir müssen morgen Quests abgeben, sonst ist es vorbei. Alles 2 Tage übrig. Und da war doch noch irgendwas. Blättling schaffen wir nicht mehr. Naja. Dann wärst du es. Ich finde, das geht für eine Obstplantage. Ich glaube, ich mag das. Lass mal gucken. Den da durchziehen. Den da durchziehen und 2 frei. Das sieht eigentlich so richtig aus. Oh, können wir einfach übermalen? Wir können einfach übermalen. Das ist ja cool. Wir müssen das gar nicht einzeln raushauen. Nur den da natürlich. Okay, dann können wir uns das doch hier unten einfach mal zusammenhängend anschauen. Das ging voll daneben. Und dazwischen die Bäume. Ich glaube, ich finde das ganz gut so. Versuchen wir. Dann müssen wir uns überlegen, was wir mit dem Parkett machen. Weil das brauchen wir dann ja hier nicht mehr.
nicht schlecht, glaube ich, finde ich. Kann man das auch einfach übermalen? Nein, das kann man nicht übermalen. Okay, da muss man das vernünftig machen. Aber es ist trotzdem schon da. Interessant. Okay, wir brauchen mehr davon. Aber ein bisschen Stein haben wir ja jetzt auch wieder. Dann hauen wir einfach noch 200 davon rein. Und dann gucken wir mal. Tilemaker, welche waren es denn? Die waren es, ne? Die gemusterten Bodenfliesen. Ja, gut. Dann ist das mit den mehreren Stacks Stein jetzt auch schon wieder erledigt an der Stelle. Ist auch sogar sauber geteilt worden. Also ist, ne, und so. Dann kommen die Holzfliesen vielleicht in die Holzkiste. Da unten oder so. Die Balken basteln noch. Kommen wir aktuell nicht weiter. Der Stoff stopft noch. Ja, okay. Dann ist das so. Machen wir das schon mal wieder voll. Und dann haben wir schon wieder das Gedöns, was wir ablegen können. Und das Holz schmeißen wir eben noch hier rein. Was wir nicht können, weil es da unten drin liegt. Die Fliesen machen wir, wenn die neuen fertig sind. Und dann können wir uns tatsächlich mal darum kümmern, dass wir die Bäume zusammenbekommen. Aber das ist eine Tat für einen anderen Tag. Du schläfst die ganze Nacht durch. 1500 Erfahrungspunkte bei 3500 Landwirtschaften, natürlich 5600 Gold und 13 Mana-Orbs.